Name ist Joachim Brandt. Ich arbeite für den Weißen Ring hier in Schleswig-Holstein, der aber bundesweit tätig ist. Der Weiße Ring bietet Hilfe und Unterstützung für Menschen, die Opfer von kriminellen Handlungen geworden sind, also um Opfer von Verbrechen. In den Medien steht sehr, sehr häufig der Täter oder die Täterin im Vordergrund. Die Opfer einer Straftat rücken dabei sehr oft in den Hintergrund. Und das psychische und wirtschaftliche Leid, was diese Opfer auszuhalten haben, wird aus unserer Sicht häufig nicht genügend gewürdigt. Darum setzen wir uns eben für diese Opfer ein, bieten ihnen Beratung und Hilfe in vielfältiger Art und Weise. Wir sind hier in Schleswig-Holstein mit 16 Außenstellen vertreten. Das heißt, fast in jedem größeren Ort ist eine Außenstelle des Weißen Rings zu finden, die Opfern von Verbrechern und von Verbrechen zur Verfügung steht. Die Möglichkeiten der Hilfestellung, die wir anbieten, ist ausgesprochen vielfältig. Oft reicht schon ein erstes Gespräch, damit die Betroffenen ihren psychischen Druck loswerden. Verbrechensopfer sind sehr oft betroffen von großer Scham, schämen sich dafür, dass sie sich haben betrügen lassen, dass sie Opfer von Gewalt geworden sind und haben erhebliche Schwierigkeiten, das alleine psychisch zu verarbeiten. Hinzu kommen sehr oft aber ganz erhebliche wirtschaftliche Schäden, die viele Opfer oftmals bis an den Rand der Existenz bringen oder aber auch für erhebliche Engpässe sorgen. Ja, in den wirtschaftlichen Problemen können wir sehr kurzfristig mit sogenannten Soforthilfen helfen, wo wir den Opfern natürlich im beschränkten Umfang Mittel zur Verfügung stellen können, damit sie zumindest erstmal kurzfristig über die Runden kommen. Das ist eine Art der Hilfestellung. Die andere Art der Hilfestellung ist, dass wir dafür sorgen, dass die Betroffenen eine juristische Hilfe bekommen. Wir als Weißer Ring beraten nicht in juristischer Weise. Das ist Sache der Anwälte und Anwältinnen. Da stellen wir den Opfern sogenannte Beratungschecks zur Verfügung, damit die Betroffenen sich fachkundigen Rat holen können, um in der Richtung Schadenersatz tätig zu werden, aber auch um in Strafprozessen gegebenenfalls als Nebenkläger vertreten zu sein, um für ein gerechtes Urteil zu sorgen. Ja, die Opfer kommen aus unterschiedlichsten Wegen zu uns. Sehr, sehr häufig bekommen wir den Kontakt vermittelt über die Polizei, wo eine entsprechende Strafanzeige abgegeben wurde. Die Polizei richtet sich dann natürlich nach den Datenschutzbedingungen, stimmt das mit den Betroffenen ab und dann nehmen wir mit den Betroffenen Kontakt auf, um zu schauen, welche Hilfe wir leisten können. Es kommen aber auch viele Betroffene direkt zu uns über unsere Rufnummer 116006, die im normalen Telefonnetz verfügbar ist und wo dann die entsprechende Betreuung in einer unserer Außenstellen vermittelt und organisiert wird. Weiterer Weg, den Weg eben zu uns zu finden, ist unsere Website weißerring.de, wo auch eine ganze Reihe von Hilfestellungen zur Verfügung stehen und wo man mit wenigen Klicks eben auch den Kontakt zu der jeweiligen Außenstelle findet.
Bei Diskriminierungen versuchen wir, an entsprechende Hilfsnetze auch zu vermitteln. Wir sehen uns als Weißer Ring auch so ein Stückchen als Lotse in verschiedenen Hilfswerken. Ja, Appell ist ganz eindeutig, suchen Sie Hilfe, wir stehen gern zur Verfügung. Scheuen Sie sich nicht, unsere Hilfe in Anspruch zu nehmen. Der Anruf zum Beispiel unter 116006 ist kostenfrei und die Kolleginnen und Kollegen, die dort zu erreichen sind, kennen sich aus und helfen Ihnen gerne weiter.